Dann würde ich zum Bereich Gebäude kommen, der sicherlich eine der erstens umfangreichsten, kostenintensivsten und auch ein bisschen komplizierteren Sektoren ist. Und hier natürlich Fokus auf private Haushalte und dabei Raumwärme. Also erstmal, private Haushalte sind relativ einfach eigentlich erstmal aufgebaut. Es gibt nur zwei Bereiche: Raumwärme und Warmwasser und andere Anwendungen. Raumwärme und Warmwasser besteht nämlich immer aus 8 Baualtersklassen von Gebäuden. Das heißt, es gibt halt nach dem Gebäudezensus eben diese 8 Altersklassen, die wir dann eben auch übernommen haben. Dann haben wir zusätzlich noch, wie viel dieser Gebäude sind kommunal, in kommunalem Besitz. Und für das Zielszenario kann man auch noch Neubau andenken, ist aber eigentlich eher wenig, weil wir natürlich eher davon ausgehen, dass möglichst wenig gebaut wird. Andere Anwendungen sind dann noch Strom für Wärmepumpen, normale elektrische Verbraucher, Kühlschrank, Licht und so weiter und Fahrzeuge in einem ganz geringen Anteil. Das sind dann vor allem so Rasenmäher oder sowas, das halt im Hausgebrauch hat. Wir sind jetzt bei den privaten Haushalten, aber der Bereich Gewerbehandel, Dienstleistung, GHD, ist fast genauso aufgebaut, eher noch ein bisschen einfacher. Und auch der Bereich Betriebe und Maschinen innerhalb der Landwirtschaft ist so aufgebaut, weil es sich auch da um Nichtwohngebäude handelt, größtenteils, die eben auch für gewerbehandelnde Dienstleistungen behandelt werden und auch in den öffentlichen Statistiken meistens unter GHD fallen. Das heißt, die mussten wir sogar da noch ein bisschen rausklambüsern, damit das dann halt in Landwirtschaft einzeln aufgelistet werden kann. Gut, die Bereitstellung ist ja relativ klassisch: Heizöl, Erdgas, wird dann später ersetzt durch E-Methan, Fernwärme, Biomasse, Benzin teilweise eben für die Fahrzeuge und Strom. Und hier entsteht jetzt die Treibhausgasbilanz eben durch die Verbrennung dieser Energieträger. Und die dunklen Wolken stehen dann halt wieder für positive Emissionen. So. Wie beginnen wir jetzt die Rechnung in den privaten Haushalten? Auch hier haben wir wieder den Endenergieverbrauch Deutschlands, der mit den Wohnungen runtergerechnet wird. Da gibt es auch eine Unterscheidung in Wohnungen mit oder ohne Fernwärmeanschluss, um halt eben auch den Fernwärmeverbrauch relativ kommunenspezifisch angeben zu können. Es gibt ja manche Kommunen in Deutschland, zum Beispiel in der Nähe von Kohlekraftwerken oder so, die einen extrem hohen, teilweise nah an 90, 100% Fernwärmeanteil haben und andere, wo es halt gar keine Fernwärmenetze gibt. Dementsprechend ist ihr Wert relativ variabel. Und mit der Einwohnerzahl wird noch der Strom runtergerechnet. Und auch hier habe ich jetzt mal gesagt, 100.000 Megawattstunden werden vielleicht in der Kommune verbraucht. Und das wird dann wie folgt zugeteilt. Also die Raumwärme und Warmwasser nimmt einen Großteil ein, habe ich jetzt mal hier etwa 80% gesagt. Das sind halt eben alle Energieträger. Wir haben das dann nach Energieträgern aufgeteilt, alle Energieträger außer Benzin und nur ein Teil von Strom. Denn ein Teil wird für Wärmepumpen benutzt, was im Endeffekt natürlich auch wieder für Raumwärme genutzt wird. Dann haben wir noch die elektrischen Verbraucher und ein ganz bisschen Fahrzeuge. So. Wir wollen uns jetzt aber der Raumwärme widmen, weil das auch der wichtigste Bereich ist. Deshalb wird es hier aber auch ein bisschen kompliziert und es war ein bisschen schwierig, hier ein Beispiel mit reinzunehmen oder Beispielzahlen mit reinzunehmen. Denn wir haben eben diese 8 Gebäudeklassen. Sieht man, Gebäude älter als 1919 erbaut, dann 1919 bis kurz nach Kriegsende, dann bis 78, also kurz bevor die erste Wärmeverordnung in Kraft trat, dann nochmal bis 95. Dann bis 2004 und 2011. 2011 wurde der letzte Gebäudezensus durchgeführt. Der aktuelle läuft noch. Da müsste eigentlich dann auch, im Laufe der nächsten Monate oder vielleicht nächstes Jahr dann eine Neuveröffentlichung folgen. Dementsprechend haben wir dann noch eine letzte Kategorie 2012 bis 2018 beziehungsweise heute genommen für Neubaugebäude. So. Und hier wird es jetzt halt eben ein bisschen spannend, denn diese Anteile von diesen Gebäudebeständen werden jeweils dann halt mit der kommunalen Wohnfläche multipliziert. Und dann haben wir diese Baualtersklassen auch noch verschiedene Heizfaktoren, also die auch bundesdeutsch ermittelt sind, sodass wir dann auf einen gesamten Heizbedarf kommen über die Gebäude und über diese Heizfaktoren. Das Problem ist, wir haben jetzt einen gewissen Heizbedarf oder Endenergiebedarf,
der sich aber eigentlich nie deckt mit dem Wert, den wir halt als Endenergieverbrauch halt vorher ermittelt haben, über die bundesdeutschen Endenergieverbräuche und runtergerechnet haben, auch über die Gebäude. Was halt einfach daran liegt, dass natürlich jede Kommune am Ende dann doch die eigene Gebäudestruktur hat. Und um diesen Fehler halt auszugleichen, skalieren wir diese Werte halt miteinander und kommen dann eben halt wieder auf die gleichen Werte wie der gesamte Endenergieverbrauch für die kommunalen Endenergieverbräuche. So, das heißt, damit haben wir die Bilanz 2018. Jetzt müssen wir diese Gebäude sanieren. Und wir sagen erstmal, der Gebäudebestand bleibt konstant. Das ist schon mal eine wichtige Annahme. Bei Rescue wird er sogar eigentlich noch sinken. Und zweiter Punkt ist, Gebäude, die bereits heute mit Biomasse, Fernwärme, Direktheizung, Solarthermie oder Wärmepumpe beheizt werden, werden zunächst nicht saniert. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die Gebäude, die mit fossilen Energieträgern beheizt werden. Sprich vor allem Kohle, Heizöl, LPG, Erdgas, genau. Und den einzigen Energieträger, fossilen Energieträger, den wir dann noch zulassen, ist E-Methan. Leon, kannst du noch mal muten? Oder jemand spricht da noch? Danke. Also, das heißt, wir verdrängen alle fossilen Heizungen aus Kohle und Heizöl komplett. Und alles, was noch an fossile Heizung beibehalten wird, wird dann Erdgas sein, beziehungsweise E-Methan, was am Ende natürlich aber den gleichen Emissionsfaktor hat, was aber auch in Übergangsweise natürlich genutzt werden soll. Und zwar nehmen wir hier eine Sanierungsquote von 4% an. Das ist extrem hoch angesetzt aktuell. Man weiß es immer nicht so genau in Deutschland, aber liegt es eher so bei knapp 1% pro Jahr. Es wird schon seit Jahren gefordert, das zu erhöhen. Läuft allerdings alles eher ins Leere, sodass wir bei diesem 1% auch seit Jahren verharren. Nichtsdestotrotz ist halt so der optimistische Wert oder realistisch optimistische Wert, der meistens so kommuniziert wird, 4%, weswegen wir auch das übernommen haben. Und das wird dann auf die Baualtersklassen verteilt. Und zwar so, dass die energetisch schlechtesten Gebäude bevorzugt saniert werden. Es ist nicht so, dass nur die als erstes saniert werden, aber zumindest in einem größeren Umfang. Und dann auf ein Sanierungsniveau von 31 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr gebracht werden. Das ist tatsächlich auch noch besser als KfW 40, was so einer dieser Standards ist für Sanierungsfälle, aber wiederum hier auch aus einem Klimaneutralitätsszenario stammt. Und was dann noch vor allem passiert ist, dass wir bei der energetischen Sanierung immer Wärmepumpen einbauen. Ganz bisschen auch Solarthermie, aber wir machen vor allem eben den Heizungsaustausch hin zu Wärmepumpen. Das heißt, alles, was wir vorhin durch Kohle und Heizöl rausgeschmissen haben, wird dann durch Wärmepumpen ersetzt. Und dabei fallen extrem hohe Kosten an, nämlich für die energetische Sanierung selbst schon etwa 500 bis 650 Euro pro Quadratmeter. Und dann kommen auch noch Installationskosten eben halt für die Wärmepumpen und Kollektoren dazu. Das wird aber auch jeweils gesondert ausgewiesen. Und die Gesamtkosten kann man dann natürlich auch wieder über den Umsetzungszeitraum mitteln. Und dann haben wir wieder Personalkosten, Anteil von 32% und etwa 40.000 pro Stelle, um halt dann die Stellen zu ermitteln. Ich habe ja davon abgesehen, das jetzt hier ein Beispiel zu machen, weil wir das jetzt für eigentlich alle 8 Baualtersklassen hätten machen müssen und es dann gerade mit der Skalierung und so sehr umfangreich geworden wäre. Also das wäre auf jeden Fall ein Teil, den ihr am besten nochmal direkt in eurer Klimavision nachvollziehen könnt, denn da sind auch alle Baualtersklassen jeweils mit den Quadratmetern und Energieverbräuchen und so weiter aufgelistet und auch wie viel dann da halt saniert wird. So, dann kommen wir aber zum Zieljahr. Also, wir haben jetzt einen Großteil der Gebäude hoffentlich saniert. Das heißt, der Energiebedarf der Gebäude sinkt natürlich. Wir verwenden keine fossilen Energieträger mehr, also Kohle, Heizöl, Erdgas, Flüssiggas, LPG, hatte ich eben schon gesagt, fliegen raus. Und alle sanierten Gebäude haben halt eine Wärmepumpen und teilweise noch Solarthermie dabei. Und Fernwärmeanschlüsse bleiben erhalten. Auch Biomasse bleibt konstant. Elektrodirektheizung lassen wir auch erstmal konstant, ist aber tendenziell eigentlich auch zu ersetzen, weil es natürlich energetisch einfach nicht so geil ist wie eine Wärmepumpe.
sondern relativ hohe Verbräuche hat. Aber nichtsdestotrotz, wenn man erneuerbaren Strom hat, natürlich auch klimaneutral. Ja, und dann hat man nur noch eine gewisse Lücke an Wärmebedarf und die decken wir dann eben durch E-Methan, weil wir eben annehmen, dass die verbleibenden nicht sanierten Häuser dann eben alle noch eine Gasheizung haben. Dementsprechend fallen dann eigentlich nur noch aus der Verbrennung halt von E-Methan und ein bisschen Biomasse noch Emissionen an. Soweit zum Bereich Gebäude und Haushalt. Das war jetzt der komplizierteste Sektor, würde ich sagen. Deshalb würde ich hier auch nochmal kurz nachfragen, ob es irgendwie eine Frage gibt oder eine direkte Meldung. Nö, es gibt keine direkte Meldung. Ich hätte noch eine kurze Frage zu dem Skalieren von mit dem Endenergiebedarf aus Deutschland. Da bist du so schnell rübergegangen. Das wollte ich nochmal genauer erläutert haben. Ah ja. Naja, dadurch, dass eben halt der kommunale Gebäudebestand sich natürlich nicht deckt, so wie halt der durchschnittliche deutsche Gebäudebestand ist, wir aber die Gebäude, die wir halt kommunal ja wirklich haben durch den Gebäudezensus, multiplizieren mit den eigentlichen Wärmebedarfen pro Quadratmeter pro Baualtersklasse, kommen wir da dann auf eine andere Gesamtsumme an Wärmebedarf, als durch die Zuteilung der Endenergieverbräuche auch wieder von Bundesebene auf die Kommune. Genau. Und also deshalb gibt es da einfach eine gewisse Lücke zwischen und die gleichen wir aus, indem wir die halt miteinander skalieren. Tobias, frag mal was. Kannst du noch mal kurz, Hauke, diese Folie zeigen? Die scheint ja bei allen Sektoren relevant zu sein am Anfang, wo es darum geht, den bundesweiten Verbrauch dann auf die Kommunen runterzurechnen mit diesem Mäuschen da drauf. Ja. Kannst du die nochmal erklären? Was passiert hier? Also, wir sagen ganz am Anfang, wir haben natürlich einen Endenergieverbrauch in Deutschland. Und in dem Fall jetzt für die privaten Haushalte sind das halt diese 600 Millionen Megawattstunden. Die sind da auch, also von der AG Energiebilanzen kommen diese Werte, sind da auch nochmal nach zwei Dutzend, würde ich sagen, Energieträgern aufgeteilt. Die lassen sich teilweise aber noch zusammenfassen in ein paar Klassen. Auf jeden Fall halt nach verschiedenen Energieträgern differenziert. Und diese Verbräuche, die rechnen wir halt eben runter, weil wir die Gesamtzahlen haben an Wohnungen in Deutschland und die Gesamtzahlen an Wohnungen in der Kommune. Und für alle Gebäude oder für alle Wohnungen, sagen wir zum Beispiel mit Fernwärmeanschluss, müssen wir dann einfach nehmen den Fernwärmeverbrauch von Gesamtdeutschland in den privaten Haushalten mal die Gebäude mit Fernwärmeanschlüssen in der Kommune durch die Gebäude mit Fernwärmeanschlüsse in Deutschland. Und dann hast du halt einen Endenergieverbrauch Fernwärme für die Kommune errechnet, durchschnittlich natürlich. Ne? Und die 100.000, wo kommen die her? Die standen vorher bei der Industrie auch dran. Genau, deshalb habe ich ja gesagt, der Wert, da nehme ich immer irgendeinen random Wert, einfach nur eine schöne runde Zahl zum Starten. Also das ist jetzt, wie gesagt, von keiner bestimmten Kommune. Das kann auch mal größer, mal kleiner sein. Das jetzt einfach nur, damit man eine Zahl hat, mit der man dann eigentlich weiterrechnen kann. Bei anderen Sektoren wird man das noch mal ein bisschen mehr sehen. Bei Gebäude war es halt schwierig, das jetzt so mit durchzuschleifen. Genau. Ach so, du teilst diese 100.000 dann beispielhaft auf praktisch. Das ist, jetzt verstehe ich. Okay. Genau.